Sie sind hier 11. September 2018, 12.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marc Session war Kapitän der französischen Rugby-Nationalmannschaft. Urheberrecht Getty Images. Marc Sessions Zeit auf freiem Fuß ist zu Ende. Wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss musste Ex-Rugby-Star wieder ins Gefängnis. Dort saß er bereits 7 Jahre. Frankreichs früherer Rugby-Kapitän Marc Session muss zurück ins Gefängnis. Der 59-Jährige, der seine Ehefrau 2004 nach einem Streit erschossen und dafür 7 Jahre hinter Gittern verbracht hatte, erhielt wegen gleich mehrerer Vergehen eine Strafe über 12 Monate, die Hälfte auf Bewährung. Session, der Schweiger, genannt, soll im August als Erntehelfer den Besitzer eines Weingutes angegriffen haben. Danach fuhr er offenbar mit dem Auto davon und baute alkoholisiert einen Unfall, bevor ihn die Polizei stoppte. Session hatte seine Frau Chantel bei einem Grillfest vor Gästen mit 5 Schüssen getötet. Auch damals stand der zweimalige WM-Teilnehmer unter Alkoholeinfluss. Er wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber schon 2011 auf Bewährung auf freien Fuß. Session erklärte in der Verhandlung, dass er weiterhin Alkoholprobleme habe, von Sportinformationsdienst.